Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Oh mein Gott, Fußhandcheck. Ich will auch hier einmal da. Und? Oh mein Gott, bin ich zu schwer? Ich würde sagen, bevor wir mit dem Video starten, geht es an die Verlosung für meine Abonnenten. Und zwar haben wir heute den, also für euch, für uns leider noch nicht, den 1. Dezember. Das heißt, wir dachten uns, wir nehmen uns da mal was richtig Cooles. Und zwar möchte ich gerne ein iPad an euch verlosen. In welche Farbe habe ich hier? Silber. Ein iPad in Silber könnt ihr in diesem Video gewinnen. Nein! Oh Gott, der ist echt abgehauen, Martin. Bist du dumm? Jetzt komm wieder hoch. Läuft in den Flur. Ich glaube, es hackt, mein Freund. Als Bestrafung musst du den Leuten jetzt mitteilen, wie sie an der Verlosung teilnehmen können. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar in die Kommentare schreiben. Dann nehmt ihr teil. Mit einem Kommentar nehmt ihr einmal teil. Mit 174 Kommentaren nehmt ihr 172 Mal teil. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dürft ihr mich natürlich gerne über den Link in der Infobox kostenlos mit einem Klick abonnieren. Julian! Julian! Wir müssen die Drohnen ausprobieren! Oh scheiße, jetzt ist es draußen dunkel! Was wiederum an der Helligkeit des Tages liegt. Halt's Maul! Wir haben nämlich heute Morgen zum Beispiel schon Sport gemacht, hatten schon Telefon. Sportanwendung kommt jetzt! Runter, runter, runter. Oh? Ja, perfekt. Julian! Genau, so viel dazu. In der Tür geklingelt und auf einmal ein Paket mit Drohnen. Ja. Eine Firma oder irgendwer hat uns einfach Drohnen zugeschickt. So Selfie. Vielen Dank dafür. Angeblich sind diese Drohnen ganz klein, haben jetzt auch keine krasse Reichweite, aber man kann halt geile Selfies dann damit machen. Wisst ihr Bescheid. Boah, zieh dir mal bitte rein, die Farbe Türkis. Richtig nice. Oh Mann, ich freue mich voll, dass wir das Geschenk bekommen haben. Ich freue mich auch voll. Bestimmt was eigentlich für einen Nachbarn. Wir sollten es nur annehmen. Julian, kannst du aufhören, die ganzen Sticker auf mich drauf zu kleben? Das wäre echt super nice, danke. Oh, ich will heute Abend ins Kino. Oder warte, ich will heute Abend irgendeinen Weihnachtsfilm gucken. Was voll der gute Start in den 1. Dezember. So, jetzt geh mal weg. Der Papa macht das mit den Drohnen. So, Leute. Wir sitzen jetzt gerade im Auto und sind auf dem Weg zur Polizei. Eine etwas nicht so schöne Reise, würde ich mal behaupten. Ach, es geht einfach um einen Betrugsfall. Ich will eigentlich gar nicht genau jetzt... Es ging um eine Bestellung. Ja, es geht um... eine Bestellung. Ja, ehrlich gesagt. Einfach rausgehauen. Ich will eigentlich gar nicht so doll da ins Detail gehen. Ist eigentlich auch völlig unwichtig. Auf jeden Fall quälen wir uns mit diesem Fall echt jetzt schon. Rechts abbiegen. Danke sehr. Wir quälen uns damit jetzt echt schon seit Wochen rum. Und ja, wir haben jetzt alle Unterlagen und alles zusammen, dass wir eben jetzt zur Polizei gehen können und eine Anzeige erstatten können. Es gibt so. Ich hoffe, die können uns weiterhelfen und die Anzeige zusammen mit uns machen. Sonst spiele ich mit dem Gedanken, die ganze Welt anzuzeigen. Oh nein! Doch. Bitte schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es genauso sehr hasst wie ich, dass es so spät erst hell wird und so früh schon dunkel wird. Dann muss ich also ganz viele schlaue Sachen sagen. Was? Dann muss ich einfach ganz viele schlaue Sachen sagen. Warum? Ja, damit ihr ein Licht aufgeht. Oh. So, wir sind jetzt gerade angekommen und gehen jetzt in die Wache rein. Da werde ich natürlich nicht die Kamera mitnehmen und filmen, aber wir melden uns dann danach und ja. Dann gucken wir mal, wie das Ganze verlaufen ist. So, wir haben jetzt Anzeige gegen unbekannt erstattet und hoffen, dass sich dieser Fall klären wird. Wir haben jetzt die Info bekommen, dass die Anzeige jetzt an das Kriminalkommissariat. Ja, genau. Da wird es jetzt weitergegeben und die bearbeiten das jetzt und wir hoffen, damit hat sich jetzt. Ist jetzt echt nichts Schlimmes, es ist so ein. Was heißt nicht Schlimmes? Es ist ein Betrug. Wir wurden halt betrogen und irgendwie haben wir oft ziemlich viel Scheiße am Bein. Ne? Wenn du jetzt hier einen Unfall baust, ist die Polizei direkt vor Ort, würde ich sagen. Da! Ich habe gerade ernsthaft überlegt, Serviettenringe zu kaufen. Nein, wir kaufen keine Serviettenringe. Okay. Sag mal, hackt es? Ich habe mich noch nicht mal ansatzweise bewegt. Was hast du denn da eingekauft, Julian? Jetzt ist es ihm peinlich. So, bitte hör auf, Julian, ich habe keine Angst, um das hier abzunehmen. Ich schiebe
Das ist aber auch alles gut, ne? Von deinem Bauch sieht gerade so fett aus. Ey, ja, finde ich, dass mein Bauch fett übertrieben. Warum übertreibst du auch so? Und warum nimmst du keinen Karton oder keine Tüte? Oder oh, das gibt ein Unglück. Autsch. Ah, auf meinen Fuß, du Arsch. Boah, das hat richtig weh getan. Nein. So macht man das nicht. Screenshot Instagram, ihr wisst Bescheid. Ach du Scheiße, ist das peinlich. Bist du die Bibi, die 1 Kilogramm verschimmelte Mandarinen gekauft hat? Zeig mir, die sind verschimmelt. Was haben sie zu ihrer Verteidigung? Gib mal her. Bist du der Typ, der einfach mal richtig random, unnötig 2000 Liter Wasser gekauft hat? Das ist echt ein Dachschaden. Super. Noch richtig viel Platz im Kühlschrank für andere Sachen. Mir ist beim Füttern gerade ein Heimchen abgegangen. Nein! Nein! Ich wollte es gerade noch einfangen, dann ist es unter dem... Wo ist es? Sind das jetzt bald wieder hinterm Kühlschrank? Zeig mir, wo das ausgebüxt ist. Ist nicht dein verdammter Ernst. Da wollte ich es reintun, da ist es runtergefallen, da ist es runtergehüpft und hier drunter gekrabbelt. Das heißt, wir haben jetzt wieder... Aber hier im Zimmer ist er eh laut. Party, was sagt man dazu? Ihr feine Party. Ihr feine Party. Ich habe die ganze Zeit, als wir weg waren, die Drohne aufgeladen. Wir hatten das eben schon mal ausprobiert. Da war aber der Akku irgendwie zu schwach. Da hat gar nichts funktioniert. Ich mache das jetzt extra hier auf dem Bett, weil falls dieses Ding jetzt runterfällt und ich das nicht kontrollieren kann, dann landet es wenigstens weich und geht nicht sofort kaputt. Jetzt ist sie an. Jetzt ist sie an. Man muss da einfach nur ganz, ganz, ganz lange drücken. Seht ihr das? Man sieht einfach mich schon. Hallo. Das ist mein erster Drohnenflug in meinem ganzen Leben. Take off. Continue. Take off. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Erster Start. Julia, du musst mir helfen. Das ist ja mega abgespaced. Dreh die Kamera zu. Nicht dagegen fliegen. Nein, stopp. Oh mein Gott, die Bühne rutscht sich durch. Nein, stopp. Oh mein Nein. Der Drecksballon, einfach versenkt. In den Ballon. Mann, jetzt hat sich das komplette in diesem Propeller-Ding verheddert. Nicht ihr Ernst. Augen-Make-up in der Küche. Was hat Augen-Make-up in der Küche zu suchen? Pupinsel mich nicht an. Erzähl, was machen wir jetzt, Bianca? Warum lasse ich das einfach? Manche Dinge muss man auch einfach mal Nein sagen. Jetzt machen wir so eine... Warte mal. Ich wollte gerade was voll Gutes machen. Nein! Wir hätten gerne ein Taxi. Bibi, es ist nichts Lustiges passiert. Ich laufe sogar Tränen runter. Oh. Brauchst du ein Taxi? Siehst du jetzt heute wieder und dann bin ich das wieder schuld. Geht schon, alles gut. Ist der völlig fertig? Ja. Das gibt's nicht. Da. Seht ihr das? Könnt ihr das? Seht ihr das? Das ist doch nicht mehr normal. Die plündert den Schrank. Nein, stopp! Mitten in der Nacht plünderte den Süßigkeiten-Schrank. Ja. Du warfst alles immer da hinten rein. Meine ganze Schokolade. Ja, damit du da nicht drankommst. Die cheatet sich den Stuhl dahin, um dann da hoch zu... So, jetzt reicht. Ja. Nimm die Kamera. Warte, das ist viel zu hoch. Du hast die Schokolade immer noch in der Hand. Nein. Die bleibt in der Hand. Ich will die haben. Ducken. Warte. Okay. 3, 2, 1. Bitte gib mir ein paar. Ich brauche ein bisschen Schoki. Nein, du hast gesagt, soll ich aufhören? Ein bisschen Schoki! Guck mal, sogar der Klaus ist schon am Schlafen. So spät ist es. Es gibt in diesem
Video ein silbernes iPad zu gewinnen für meine Abonnenten. Ihr müsst einfach nur einen Kommentar schreiben. Also, wenn ihr sie noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne machen. Punkt, Ende aus. Mickey Maus, der Klaus ist zu Hause. Ganz ehrlich, Bibi, du bist ein laufender Meter. Du bist so gemein. Das ist doch die Bibi und das ist gut so. Ich hätte keinen Bock auf eine Bibi, die jetzt 2 Meter groß ist. Außerdem bin ich 1,50, ein laufender 1,50, okay? So, junge Dame. Soll ich dir was sagen? Ich bin richtig traurig, dass mein Ballon jetzt kaputt ist. Wegen der scheiß Drohne, die du gesteuert hast. Okay, Leute, wir verabschieden uns von euch. Vielen Dank fürs Einschalten. Denkt dran, morgen... Tschö! Was ist morgen? Um 11 wieder einzuschalten.